Mein erster Gast heute Abend wird garantiert auch sehr oft kontrolliert. Er ist, wie auch ich, Marokkaner. Als die Redakteurin mir das heute sagte, war sie komplett aus dem Häuschen. Wir haben heute einen, der ist genau wie du. Ich dachte, gut, auch einer mit einer coolen, zeitlosen Jacke, die keiner tragen will. Warum nicht? Nein, die so, der ist aus Marokko, genau wie du. Ist das nicht supi? Sie war auch richtig happy, als hätte ich gerade einen Sechser im Lotto gewonnen. Hinter ihr die anderen Redakteure, auch am Strahlen. Ich glaube, die haben sogar ausgelost, wer mir das sagen darf. Einer hat eine Marokko-Fahne in der Hand. Ich wollte die Freude dieser Redakteurin nicht enttäuschen. Ich wusste nicht, was erwarten die jetzt von mir? Soll ich die jetzt umarmen oder wollen sie den Grimme-Preis? Ich meine, gut, die haben Marokkaner entdeckt, aber meine ganze Familie ist marokkanisch. Das ist für mich jetzt nicht so ein Highlight. Was erwarten Deutsche von Marokkanern, wenn sie sich treffen? Dass wir heulend in den Armen liegen oder wie zwei Welpen rumtollen? Ach, du bist ein Marokkaner. Nein, du! Wir sind beide Marokkaner. Wow! Ist ja... Ich freue mich aber trotzdem, dass heute seit langem wieder ein Marokkaner bei den Stand-Up-Migranten ist. Begrüßt einen ganz engen Freund, einen Landsmann, ach was sage ich, einen Bruder, Ben Eisser. Dankeschön. Dankeschön, danke. Ich bin hierher geflogen aus Düsseldorf heute und komischerweise werde ich die ganze Zeit auf Englisch angesprochen. So, would you please come to this line here? Ich gehe zu der Frau, so ich sehe, ja, mache ich gerne, ich kann Deutsch sprechen. Ach, Sie sprechen Deutsch? Ja, ja. Okay, can I see your passport, please? Ignoriert das einfach so. Fuck you. Deutsch und dein Gesicht passen nicht. Was? Mein Vater kam vor 40 Jahren aus Marokko nach Deutschland. Und ich frage mich, warum? Warum Deutschland? Es gibt keine Verbindung zwischen Deutschland und Marokko. Es gibt eine Verbindung zwischen Frankreich und Marokko. Sehr viele Marokkaner leben in Frankreich, weil Marokko war früher eine französische Kolonie. So, wir sprechen sehr gut Französisch. Es gibt eine Verbindung. Aber zwischen Deutschland und Marokko gibt es gar keine Verbindung. Und ich lebe voll gerne in Deutschland. Und ich hätte gerne so eine Verbindung. Einfach mal, um manchmal so das Eis zu brechen mit den Leuten. So, ey, cool, du bist aus Deutschland, ich bin aus Marokko. Guck mal, wir haben folgende gemeinsame Geschichte und sowas. Aber es gibt fast gar nichts. Wenn ich meinen Vater frage, Papa, warum bist du nach Deutschland? Dann sagt er immer, ich bin von Marokko abgehauen, von Marokkaner. Die sind alle Frankreich stehen geblieben. Ich so, hau weiter ab. Bis Deutschland. Es gibt keine Verbindung. Ich habe das recherchiert, weil mich das echt gequält hat. Und jetzt bin ich endlich befreit, weil es gibt eine Verbindung. Leute, Deutschland hatte eine Tante in Marokko. Echt? Meine Tante aus Marokko, wenn sie kommt. Meine Tante aus Marokko, wenn sie kommt. Meine Tante aus Marokko, meine Tante aus Marokko, meine Tante aus Marokko, wenn sie kommt. Als wir in Marokko den Song gehört haben, wir sind direkt zu der deutschen Tante. Wir so, ey, du willst gehen oder was? Was geht los? Ich will einfach gehen. Die so, ja, mein Neffe, mein Nichte und so. Wieso, wir kommen mit. So sind wir hier gelandet. Keiner weiß auch, wie der Song weitergeht. Wisst ihr, wie der Song weitergeht? Und dann hat sie halb Marokko mitgenommen. Und dann hat sie halb Marokko mitgenommen. Und die ganzen Marokkaner, die verkaufen Marihuana, aber die hat deine Tante mitgenommen. Sehr gut. Ich war vor kurzem wieder in Marokko, weil mein Vater ist Rentner, der lebt mittlerweile in Marokko. Mein Vater ist so cool, ich liebe meinen Vater. Mein Vater ist mein größter Held, nicht Superman, Spider-Man, Batman oder sowas, mein Vater. Wenn mein Vater neben Superman stehen würde, würde er auslachen. Superman, du hast Strumpfhose an. Und Unterhose über Strumpfhose falsch. Warum so? Nee, mein Vater ist mein King. Aber mein Vater hat so ein Problem, man kann nicht mit ihm Fernsehen gucken. Er ist so resistent gegen Fantasie. Das Einzige, was er guckt, sind Tierdokumentationen. Das ist Wahrheit. Boah, guck mal die Biene. Oh, subhanallah, guck mal die Biene. Boah, guck mal die Biene, wie die Honig macht. Oh, subhanallah. Guck nur sowas.
Ich chill in Marokko, ich guck Fernsehen in Marokko. Mein Vater kommt rein, so, was guck ich gerade? Ich guck gerade Spider-Man. Mein Vater kommt rein, der so, was guckst du da? Ich so, Spider-Man, der so, was ist das? Ich so, guck mal, dieser Mann wurde von einer Spinne gebissen. Jetzt kann er so Spinnweben schießen, Papa. Mein Vater so, was, wenn den eine Biene sticht? Macht er dann Honig? Ich werde immer mehr wie mein Vater. Ich merke das an der nächsten Generation, an meinen Neffen jetzt. Mein Neffe ist 11 Jahre. Er ist so groß, steht voll auf Rap. Ich mochte auch immer Rap. Ich habe auch immer Rap geliebt. Aber zu meiner Zeit war Rap anders. Die tragen heute enge Hosen. Der hat so einen Afro und voll die engen Klamotten. Wir haben früher breite Klamotten angehabt. So Hip-Hop, Hooray, voll die Riesenklamotten. Letztens sehe ich meinen Neffen nicht so. Ey, was hast du da an? Ich dachte, du wärst Rapper, Mikrofonchecker. Du siehst aus wie das Mikrofon mit deinem Afro. Der guckt mich nur so an, der so, Onkel, du bist zu alt für Rap und geht. Da habe ich angefangen nachzudenken, der hat recht. In den 90ern stand ich da mit meinen breiten Klamotten so und mein Vater vor mir so. Warum trägst du diese breite Klamotte? Ist zu groß. Trägst du oder hängst du auf die auf? Wie ein Zelt siehst du aus, wohnt da jemand? Damals dachte ich so, ey Papa, du bist zu alt dafür, du verstehst das nicht. Heute weiß ich, 1970 stand er da. Mit Remixhose, oben eng, unten breit, Trompetenhose. Mein Opa mit arabischem Gewand davor. Warum ziehst du diese Trompete an? Spielst du jetzt in der Band oder was? Bist du die Trompete? Ich verstehe sowieso nicht, warum du Hosen trägst, voll unbequem. Jeder hat so seine Blütezeit. Mein Neffe hat jetzt 2013, mein Vater hatte die 70er, ich hatte die 90er. Die 90er waren der Hammer, Leute. Hammer. Warum waren die 90er der Hammer? Es gab erstmal kein Internet. So. Wir waren ein bisschen wacher. So. Wenn wir uns getroffen haben, hieß es einfach nur, ey, 14 Uhr Spielplatz, sei da. Wenn du nicht da bist, hast du Pech gehabt. Nicht so wie jetzt. 13.55 Uhr, wo bist du? Bist du da? Bist du da? Siehst du mich? Ich seh dich. Okay, ciao. Was ist das? Bolzplatz heißt 14 Uhr, findest du mich nicht, such mich in der Stadt, Junge. Es gab einfach gar nichts. In den 90ern, Mitte 90, kamen so die ersten elektronischen Geräte. Aber was für Riesenteile. Du konntest die nicht klauen. Ging nicht. Konntest du überall liegen lassen. Derjenige, der das klauen will, kann nicht mehr laufen. Echt? Das Gerät, ah, ey, Bruder, ich schwöre, ich wollte nicht klauen, ja? Ich wollte nur anrufen. Wow, und die waren nicht so wie jetzt. Jetzt hast du ja überall Empfang. Früher, du hattest nur Funklöcher überall. Überall. Erstmal waren das solche Riesenhandys. Und überall, früher war das nicht so wie jetzt, dass die Handys auch keine Antennen hatten. Früher, du musstest immer die Antenne rausfahren. So, hey, Bruder, hallo. Hey. Ey, beeil dich, ich kann das Gespräch nicht halten. Dankeschön, das war's von mir. Mein Name ist Ben Eisler.